Nun gut, dann schauen wir uns mal das Gewölbe an. Gwendolyn vorne, ja, es macht nicht viel Unterschied. Und ich denke mal, wir werden auch hier Schlösser knacken müssen. Also muss Tirix Zwergennase halt aus zweiter Reihe aushelfen. Und was ich mir nochmal angucken wollte, Attacke Paradewerte. Attacke 7 mit dem Schwert, das ist nun recht übel. Tirix nur 5 und trotzdem trifft er ziemlich häufig. Ja, das ist bei der DSA-Reihe ein wenig komisch. Also, dass magische Waffen die Werte verringern und nicht verbessern. Dafür sind sie halt in der Lage, magische Wesen zu verletzen und sie machen mehr Schaden. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass seine normale Orknase keine Abzüge hatte und er damit wesentlich besser treffen würde. Genau, seine normale Attackeparade mit Äxtewert wäre 7 und 6. Also verliert er 2 in der Attacke durch die magische Waffe und verliert 6 in der Parade. Gwendolyn hat 8-4, das sieht schon mal besser aus, obwohl sie in Schwertern nicht so gut ist wie mit Stichwaffen. Eine magische Stichwaffe haben wir allerdings noch nicht gefunden. Also würde es eigentlich mehr Sinn machen, wenn sie jetzt den Rapier bekommen von Mürren. Ja, das sieht schon besser aus. Und so hat Mürren als Ersatzwaffe halt das Magische. Ja, Pfeile haben wir auch noch genug. Oh, 7-13. Ja, Talana zu treffen sollte eigentlich recht schwer sein. Trotzdem passiert das viel zu häufig. So, die Gifte haben wir auch noch. Schalten wir mal kurz zurück. Grundwerte ist irgendwie überladen. Nein. Schön. Okay, dann arbeiten wir jetzt mal Schritt für Schritt durch dieses Gewölbe. In dem namenlose Kontisten sein sollen. Ihr steht vor einer Statue aus schwarzem Stein, die einen gesichtslosen Mann darstellt. Es scheint sich um eine Repräsentation des Namenlosen zu handeln. Die wird sofort zerschlagen. Mit wuchtigen Hieben zerstört ihr das blasphemische Abbild des namenlosen Gottes. So gehört sich das. Oh, das werden dann wohl die ersten Kultisten sein. Du begrüßt ihn doch gleich mal mit Pfeil und Bogen. Du... Was machst du? Du wartest ab, wo der Kultist stehen bleibt. Und du... Nee, der Kultist soll weiter vorgehen, damit beide Elfen auf ihn schießen können. Du stellst dich einfach mal dahin. In der Hoffnung, dass der Kultist dich von einer der beiden Seiten angreift, sodass die Elfen dann schießen könnten. Abwarten. Du gehst mal hinter den... Stößt mit Mürrems Rapier zu. Du machst nix und du gehst so rum. Mit einem Attackewert von 5 trifft er trotzdem noch. Das ist echt irritierend. Na gut, es kann sein, weil der Kultist ja auf Gwendolyn fokussiert ist, dass er die zweite Attacke nicht so gut parieren kann. Also ich weiß, im zweiten und dritten Teil ist das so und im Pen and Paper sowieso. Aber hier im ersten war das eigentlich nicht so. Vielleicht hat Tirix auch einfach nur Glück. Kann ja auch sein. Na gut, schießen wir weiter drauf ein. Alte Option. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel die so aushalten. Nicht viel. Also 3 Pfeile waren das ungefähr und sonst hat, glaube ich, keiner getroffen. Also um die 20 Trefferpunkte. Zack, 54 Abenteuerpunkte. Schön, schön. Wäre schöner gewesen, wären es mehr Kultisten auf einmal gewesen. Weil man kriegt ja immer den Bonus für den ersten Kampf, wenn man das erste Mal gegen bestimmte Kreaturen kämpft. Und je mehr das dann sind, desto exponentiell besser ist das. Und hier haben wir wieder eine Statue. Die Statue zerschlagen wir sofort. Die sollten wir nicht berühren. Da klingelt was im Hinterstübchen. Oh. Bewegung, rückwärts laufen und dabei schießen. Wie das nur Elfen können. Oh, der rennt einfach mal so an Geogon vorbei. Das ist gar nicht gut. Moment mal, warum sind hier 2 Leute, die aussehen wie Geogon? Ich glaube, einer davon ist nicht Geogon. Du gehst mal dahin.
Du gehst dahin und schießt auf, nicht auf Gerugon, sondern auf den Kultisten. Das heißt, der, was auch immer das ist, hinter dem Kultist, ist ein Feind und kein Gerugon. Du gehst mal zu dem falschen Gerugon. Und du kümmerst dich da oben mit drum. Genau, schön aus dem Weg gehen. Du stellst dich erstmal dahin und sicherst. Du greifst den an. So, gucken wir mal, was es mit dem da auf sich hat. Was bist du überhaupt? Du bist ein einfacher Kultist. Wahrscheinlich in einer schwereren Rüstung. Und, hä? Der ist sofort geflohen? Oh oh, der holt wahrscheinlich Verstärkung. Nicht gut. Gar nicht gut. Du gehst mal dahin und zauberst mal einen Fulminictus, auf dass der Kampf ein wenig schneller vorbeigeht. 17 Trefferpunkte, sehr schön. Du bewegst dich zurück. Wirst, kannst nicht zaubern. Ah, okay, dann schießt du halt. So, du kümmerst dich um Gerugon, das ist sehr gut. Kannst du... Ja, du kannst den treffen. Also zauberst du halt einen Fulminictus. Denn ich will den Kampf jetzt wirklich schnell beenden, damit nicht großartig Verstärkung kommt. Derek, hau dem Torwallerverschnitt da schön in den Rücken. Komm schon. Ah. Oh, nochmal. Und komm schon. Schade. Du greifst ihn an. Du läufst wieder rückwärts und schießt. Das müsste jetzt der zweite Treffer gewesen sein. Eventuell flieht er bald. Und du machst deine alte Option. Zack. Torwallerverschnitt ist tot. Du greifst ihn an. Der nächste flieht oder holt Verstärkung. Eins von beiden. Wo stehst du? Du stehst da. Dann machst du mal einen Schritt zur Seite bitte und schießt auf den, der gegen Gerugon kämpft. Sehr schön. Und Gerugon trifft auch mal mit seinem anderen Halbhänder. Und der nächste flieht. Okay. So weit, so gut. Mit etwas Pech kommen jedoch in der nächsten oder übernächsten Runde die Verstärkung an. Das hatten wir in dem Bordell auch so gehabt. Es hat nicht allzu lange gedauert. Ein Kultist haut sich selbst. Ja, so kannst du gerne weitermachen. Du schießt auf den. Ah, der Treffer war nicht allzu gut. Nochmal? Ja, das war schon besser. Der dürfte jetzt fliehen. Das Problem wird der da oben sein. Der hat noch nicht allzu viel Schaden bekommen und der kriegt auch nicht allzu schnell Schaden rein, weil halt nur die Nahkämpfer an ihm dran stehen. Ja, der ist weg. Du läufst einfach mal in die Richtung. Du stellst dich demonstrativ hier in den Weg, falls Verstärkung kommt. Du machst jetzt Platz für die Fernkämpfer. Du wartest auch ab und du schießt jetzt... Oh, du stehst falsch. Du stellst dich mal dahin, falls Verstärkung kommt, dass du die gleich anschießen kannst. Abwarten. Und du kümmerst dich fast im Alleingang darum. Mit deinen 5 Attacke. Oh, sehr schön. Ein Schwert und Lederzeug. Nein, danke. Und 84 Abenteuerpunkte. Ah, weil diese andere Art von Kultisten vielleicht dabei waren. Und eine Steigerung. Schöne Sache. Wir wollen auf jeden Fall Körperkraft steigern. Wir wollen senken. Goldgier hatte 8, Neugier hatte 7. Ich senk mal die Goldgier ein wenig. Da Tirik jetzt schon so viele Dukaten um sich rum hat, es verliert ein wenig an Reiz für ihn. Und es hat sogar geklappt. Magieresistenz ändert sich auf 7. Lebensenergie steigt um 2 Punkte. Das ist nicht besonders viel. Attacke Parade verbessert sich. Und wir wollen erhöhen. Waffenlos. 3-mal misslungen. Das ist nicht schön. Dann noch einmal Äxte. Dann noch einmal Äxte. Und wir gehen alles auf Attacke. Da wir anscheinend mit direkt nie wieder irgendeine Parade haben werden. Und wo wir gerade dabei sind, nochmal Hiebwaffen, falls wir da was Interessantes finden. So, Akrobatik hast du genug. Nehmen wir mal den Cursor da weg. Zechen hast du eigentlich auch schon genug.
Selbstbeherrschung kannst du nochmal probieren. Du kannst Körperbeherrschung probieren. Es ist schade, dass ich den Cursor nicht ganz aus diesem grünen Kasten rausnehmen kann. Aber okay, da. Klettern hast du genug. Reiten musst du nicht. Schwimmen. So. Was haben wir noch? Du musst schätzen können. Nee, musst du eigentlich nicht. Das sollte eigentlich Gwendolyn alles haben. Obwohl, Gwendolyn hat nur Feilschen. Vielleicht hat Gwendolyn gar keinen Schätzenwert. Das könnte natürlich auch sein. Na gut, das müssen wir dann mal gleich bei Gwendolyn gucken, wenn es zu spät ist. Was haben wir noch? Natur braucht er eigentlich gar nichts. Wissen ist auch auf Gerugon und Talana verteilt. Handwerk. Da sollte er sich mit Fahrzeugen auskennen. Zweimal geschafft, sehr schön. Intuition. Seine Zwergnase. Und Sinnesschärfe. So, dann machen wir einfach nochmal. Können wir nicht. Er hat 5 Punkte über und wir wissen eigentlich nicht so wirklich, wo wir es reinstecken sollen. Ich würde diese 5 Steigerungsversuche ganz gerne Gwendolyn geben. Oder Talana. Was würde noch einigermaßen Sinn machen? Ein wenig Orientierung vielleicht. Oh, Zechen können wir versuchen zu steigern. Und dreimal misslungen. Schade. Tanzen minus 4. Nee, da ist direkt stolz drauf. Verstecken und Schleichen. Hat er als Händler bisher schon recht häufig gebraucht. Also steigern wir einfach noch einmal Verstecken. So, Gerugon hat eine neue Stufe erreicht. Hoffentlich kriegt er diesmal mehr als nur ein, zwei Lebensenergie. Er soll auch Körperkraft steigern und er soll versuchen, seine Neugier ein wenig zu zügeln. Hat er auch geschafft. Sehr schön. Und 4 Lebensenergie. Na, wird ja langsam. So, du steigerst bitte waffenlos. Dreimal misslungen. Du steigerst bitte Schwerter. Das ist dreimal misslungen. Und du steigerst bitte Zweihänder. Wenigstens Zweihänder einmal geschafft. So, auch alles auf Attacke. Körper. Akrobatik hast du, Klettern ist auch okay, Körperbeherrschung, Selbstbeherrschung geht einigermaßen, Verstecken bist du schlechter als Tirik. Das geht schon mal gar nicht. So. Intuition hast du nicht viel, ist aber auch nicht ganz so wichtig bei dir, trotzdem würde ich das gerne auf 4 oder 5 bei ihm bringen im Laufe des Let's Plays. So, Wissen, Kriegskunde, Kriegskunst, das soll er erhöhen. Um Talana ein wenig zu entlassen. Und weil er aus seinem Hintergrund her ja eh recht viel davon weiß. Gesellschaft. Haben wir jemanden, der hohe Menschenkenntnis hat? Ich glaube Gwendolyn. Und selbst wenn nicht, wäre es jetzt ein wenig zu spät, damit bei ihm anzufangen. Aber wir könnten mal. Nee, wir sollten das nicht so vergeuden. Wir haben nur noch 4 Punkte. Pflanzenkunde, Tierkunde, alles recht niedrig. Okay, erhöhen wir immer nochmal Schleichen. Auch wenn es im Kettenhemd bzw. Schuppenpanzer nicht ganz so gut funktioniert. Und Zechen. Das passt auch noch. So, geschafft. Mürrim hat einen neuen Stufenanstieg. Ebenfalls Körperkraft. Und sie versucht, ein wenig ihre Höhenangst zu unterbinden. Leider nicht geschafft. Sie hat 8 Punkte zur Verteilung. Davon setze ich doch mal 2 auf Lebensenergie. Obwohl, es ist immer noch ein bisschen mau. Ich setze mal 7 Punkte auf Lebensenergie, denn ist sie bei 35. Dann hält sie schon gut was aus. So, du steigerst bitte waffenlos. Attacke, du steigerst bitte Stichwaffen. Geschafft. Wie schaut Schwerter bei dir aus? 3. Speere bitte auch noch. Und Schusswaffen.
alles geschafft. Das hätte bei Gerogon so gut laufen sollen. Na gut. Klettern ist sie bei 5. Körperbeherrschung geht so. Schleichen ist sie recht hoch. Wir sollten aber zuerst mal die Naturtalente erhöhen. Fährtensuchung. Misslungen. Geschafft. Misslungen. Geschafft. Ich glaube, da kann man die zweimal steigern. Ja, richtig. Fesseln. Auch geschafft. Wildnisleben sollten wir auch versuchen zu steigern, solange wir noch Punkte haben. Auch Misslungen. Ich glaube, das war es jetzt schon. Ja, keine Steigerungsversuche mehr. Schade. Na gut, Gefahrensinn und Sinneschärfe erhöhen wir auch noch. Sie ist ja auch öfters als erster in der Gruppe vorne, um Sachen zu finden. Handwerk. Wollte ich bei ihr auch noch Heilkunde, Wunden und Krankheiten erhöhen? Das wird mit den Punkten echt eng. Wir haben noch 5 Stück. Und sie braucht eigentlich noch Schwimmen, Selbstbeherrschung, Körperbeherrschung, Reiten. Ja, aber ich denke, das ist wichtiger. Also Heilkunde, Wunden, geschafft. Handwerk, Heilkunde, Gift, geschafft. Heilkunde, Krankheit, geschafft. Nochmal Wunden, auch wieder geschafft. Ein Punkt haben wir jetzt noch über. Na komm, das stecken wir auch in irgendein Heilkundetalent. Denn wir müssen doch ein wenig aufholen. Nehmen wir mal Wunden. Keine Steigerung mehr möglich. Krankheiten? Geschafft. Sehr schön. So, Zauber. Beherrschung brechen. Beim Baladin. Will er nicht. Doch, da, geschafft. Beim Baladin haben wir schon auf 8. Band und Fessel können wir auch gleich nochmal steigern. Solange wir Punkte auch noch haben, ebenfalls Balsam. Der sollte niemals im Kampf misslingen. Auch wenn wir es jetzt noch nicht im Kampf einsetzen können, aber im zweiten Teil halt. Tiere heilen aus Prinzip auch einmal steigern. Acceleratus, den sollte ich auch mal ein bisschen öfters einsetzen. Weil der erhöht ebenfalls die Attacke und die Parade. So. Adler, Wolf und Hammerhai. Den würde ich auch nochmal ganz gerne steigern. Damit können wir uns in Tiere verwandeln. Ebenfalls für diesen Teil noch nicht interessant. Aber später einmal. Flimflam reicht. Armatrutz. Und Visibili. Visibili hat Talana schon. Aber den braucht jeder Zauberer eigentlich für sich selbst später. Na gut, sie hat inzwischen genug Lebensenergie und kann später noch Lederzeug tragen. Da hoffen wir einfach mal, dass es reicht. Was haben wir noch? Kampfzauber. Fulminictus natürlich. Geschafft. Nochmal? Nein. Oh, und scharfes Auge würde ich auch noch gerne erhöhen. So, ein Punkt noch über. Was haben wir da noch? Exposami-Kreatur. Das war, glaube ich, unsichtbares Entdecken. Steigern wir auch mal. Jallen. Jallen braucht auf jeden Fall Körperkraft. Sie ist recht jähzornig. Neugierig. Hat Angst vor Räumen und vor hohen Gegenden. Nehmen wir erstmal den Jähzorn weg. Das passt eh nicht so gut zur Elfe. Oh, hat nicht geklappt. Und sie hat nur 5 Punkte zum Verteilen. Dann nehmen wir mal 2 auf Lebensenergie. Da sind wir auf 30. So, einmal Waffenlos. Einmal Stichwaffen. Stopp. Einmal Schusswaffen. Und Speere nicht. Das kann Mürren behalten. So, Jalle muss auf jeden Fall alle Heilsachen erhöhen. Wir wollen nicht wieder Wundfieber bekommen. So, Wunden kann sie nicht mehr steigern. Krankheiten. Einmal geschafft. Ah, es wird knapp. Und 3-mal daneben. Schade. Gift hat sie noch sehr niedrig. Das dürften wir leicht steigern können. 2-mal geschafft und das war's jetzt auch. Richtig. Natur. Pflanzenkunde.
auch so oft es geht. Ah, zweimal misslungen. Beim dritten geschafft. Können wir nochmal? Nein. So, drei Punkte haben wir jetzt noch über. Wie schaut's mit Klettern und Schwimmen aus? Schwimmen ist hier schon recht hoch. Klettern geht so. Intuition und so weiter verlässt sie sich lieber auf die Gruppe. Sie kann gut lügen und betören. Interessant für eine Auelfe. Körper, Reiten. Ich überlege gerade, wer überhaupt unser Sprachführer in der Gruppe ist. Also wenn es zu irgendwelchen Diskussionen kommt, wer stellt sich nach vorne und führt das Gespräch? Es würde sich ja anbieten, Gerugon, weil er halt eine recht imposante Gestalt ist. Aber er ist nicht der Hellste und er hat dementsprechend, glaube ich, auch keine Talente. Gwendolyn im Gegensatz kann gut reden und kann auch gut betören und beschnacken und überhaupt. Aber sie hat halt eine recht, unpassende Gestalt für sowas. Sie ist noch recht jung, ist eine dralle Blondine. Die wird, glaube ich, nicht so ernst genommen. Ja, das hätte ich mir vorher angucken sollen. Na gut, dann Steiger bitte klettern. Wir wollen nicht in den Tod stürzen. Dann Steiger bitte verstecken. Das können die anderen ja inzwischen auch recht gut alle. So, Magie. Das Wichtigste. Kampf. Vollmin. Hat sie komischerweise erst 7 Punkte. Da ist Mürrem ihr schon um einiges voraus. So, einmal geschafft. Zweimal misslungen, komm schon, dritter Versuch, auch misslungen. Schade, blitz dich find. Ist Mürrem ebenfalls weiter. Acceleratus hat sie recht niedrig. Das lassen wir dann auch mal niedrig, das können ja Talana und Mürrem zaubern. Was haben wir noch so? Silentium. Das erhöhen wir mal bei ihr. Atabor von Hammerhain, nein. Armatrutz hat sie recht hoch und Visibili auch. Das steigern wir doch mal ein wenig weiter. Das heißt, wenn wir mal jemanden von der Gruppe trennen müssen, unsichtbarerweise, dann wird das Yallen sein. So, nochmal Armatrutz, nochmal Visibili, kann sie nicht. Heilung, Balsam. Das ist schon auf 9. Das wird schwierig sein zu steigern und hat nicht geklappt. Schade. Baladin. Erhöhen wir auch mal. Und einen Punkt noch. Hellsicht. Nehmen wir auch nochmal Exposami, falls Mürrem beschäftigt ist. Talana. Mit am wichtigsten von der Gruppe. Was steigern wir bei ihr? Wir könnten Klugheit steigern. Weil es in recht vielen Zaubersprüchen in der Probe enthalten ist. Oder ebenfalls Körperkraft, damit sie mehr tragen kann. Und Körperkraft ist auch bei manchen Zaubern wichtig. Nicht vielen, aber bei manchen. Also ich glaube ja, einmal steigere ich es jetzt noch, aber danach werden wir uns auf Intuition, Klugheit, Fingerfertigkeit und so weiter stürzen. Also Körperkraft. Was soll gesenkt werden? Sie ist sehr goldgierig, neugierig und jähzornig. Nehmen wir mal den Jähzorn weg. Geschafft. Sie hat 6 Punkte zur Verteilung. Dann nehmen wir mal 3. Dann haben wir 30 Lebensenergie und 60 Astralenergie. Wollen wir auf 10 Steigerungen der Zauberfertigkeiten verzichten? Ja. Wollen Sie Steigerungsversuche umwandeln? Nein. Die brauchen wir alle. Speere. Parade 14. Ja, das ist schön. So, was haben wir hier? Klettern hat sie nur 3, Körperbeherrschung hat sie nur 1, das steigern wir einfach mal aus Prinzip. Verstecken und Schleichen hat sie 0. Ja, das könnte übel enden. Bei den Wissenstalenten sollten wir aber anfangen. Alchemie hat sie 8, alte Sprachen hat sie nur 6, das würde ich gerne steigern. So, Geografie 5. Lässt auch zu wünschen übrig. Geschichte muss auch höher. Und dann haben wir schon gleich keine Punkte mehr. Gefahren sind 1, Sinneschärfe 3. Na gut, das braucht sie sonst alles so nicht. Pflanzenkunde macht ja auch alles Yallen.
Ja, ich würde noch gerne klettern, schleichen, verstecken und schwimmen erhöhen. Aber erst nachdem wir Lesen erhöht haben. Ist für einen Magier doch recht wichtig. Hat aber nicht geklappt. Und Magiekunde. Oh, geschafft auf Anhieb. Sehr schön. Misslung und letzter Versuch. Komm schon. Geschafft. Sehr schön. 30 Steigerungsversuche in der Magie. Da nehmen wir einmal Beherrschung brechen. Einmal Guardianum. Einmal Hori. Phobos. Na komm, nochmal Hori Phobos. Komm schon. Ach, daneben. Wir wollen noch Foramen? Nein. Transversales wollen wir erhöhen. Hat soweit geklappt. Motorikus will ich auch nochmal einmal erhöhen. 5 dürfte jetzt aber reichen bis zum Ende der ganzen Serie. Wird, glaube ich, nur ein, zweimal benötigt. Kampf. Ignifaxius. Den hätte ich jetzt gerne schön hoch, denn langsam lohnt er sich richtig. Und wird sehr viel Schaden verursachen. Ah, nicht geklappt. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Was haben wir noch? Flimflam ist okay. Claudibus. Armatrutz sollten wir vielleicht bei ihr auch mal erhöhen. Dass, wenn wir recht viele Gegner haben und überrannt werden, dass sie dann auch sich einigermaßen schützen kann. So. Visibili hat sie auch recht niedrig. Ich brauche viel mehr Punkte. Hellsicht. Analyse-Arkan-Struktur, genau, das sollten wir auch nochmal erhöhen. So, Heilung. Kann auch nicht schaden. Hat sie erst 5 Punkte drin. Will sie aber nicht. Na gut, was haben wir hier noch? Geisterbannen. Den erhöhe ich mal. Auch wenn es jetzt auf minus 4 ist, aber wir können ihn wenigstens schon mal sprechen. Das hier versuche ich gar nicht erst. Was haben wir noch? Clarum Purum. Auch wenn das Jalen, glaube ich, schon hat. Illusion. Duplicatus. Den hatten wir schon mal erhöht. Den erhöhen wir gleich nochmal. So, was haben wir noch? Blitz, ich finde es recht niedrig. Plumbumbarum. Dadurch lässt der Gegner seine Waffe fallen. Oder er kriegt Abzüge in der Attacke. Eins von beiden. Erhöhen wir auch mal. Kampf. Plumbumbarum. Ein Versuch noch. Gab es irgendwas, was ich immer mitsteigern wollte, was noch recht niedrig war? Das war Transversalis, das weiß ich. Und was war es noch? Schmelze, Sturmgebrüll. Paralü? Salander war in Stein verwandeln, oder war das Paralü? Aber das finde ich eh ganz schön unfair. Also werde ich das nicht nehmen. Hier auch nicht. Auch nicht. Oh, Geister, nicht Geister rufen, Geister bannen, sondern mit den Verständigen. Nekropathia, genau, den wollte ich erhöhen. So, jetzt haben wir die Folge ein wenig überzogen. Aber ich denke mal, damit kommt ihr klar. Also, speichern wir ab. So, LP 58. Und wir sehen uns gleich wieder.